Jetzt kommen wir zu zwei sehr ungewöhnlichen Kindern. Sophia aus Guatemala, die mit ihren 14 Jahren schon einen Job hat. Und der 11-jährige Cash. Er lebt in den USA und verdient auch schon seine eigene Kohle. Zwei besondere Kinder mit ihren ganz speziellen Geschichten. Dieses Zimmer schaut ganz normal aus, mit Kommode und Stockbett. Aber eine goldene Gürtelschnalle, ein Cowboyhut, jede Menge Pferdepokale. Wir sind im Bundesstaat Minnesota in den USA. Cowboyland. Hier lebt Cash Owens, 11 Jahre alt. Es ist Freitag, doch Cash hat heute schulfrei. Aha, was hat er denn Besseres zu tun? Ich bin verantwortlich für diese Tiere. Mir gehören der große weiße Ziegenbock und die braune hier. Cash hilft mit, die Tiere aufzuziehen. Und auch sonst hat er eine Menge Aufgaben auf der Farm seiner Eltern. Das Leben hier auf dem Land ist sehr traditionell. Und die Arbeit macht hungrig. Essen! Cash hat vier Geschwister, deren Namen alle mit einem C beginnen. Cody, Chance, Cole, Cheyenne und Cash. Er ist nach einem bekannten Rodeo-Profi benannt. Nach dem Essen sind die Hausaufgaben dran. Eigentlich müsste er jetzt in der Schule sitzen, aber die Familie hat ein spezielles Abkommen. Wenn ich schlechte Noten schreibe, muss ich in die Schule. Aber wenn meine Noten gut sind, dann kann ich freitags hier bleiben und darf mit zur Versteigerung. Das ist der eigentliche Grund, warum Cash zu Hause bleiben will. Jeden Freitag findet eine große Viehauktion statt, organisiert von Cashs Familie. Statt Vokabeln übt er das fleißig. Denn Cash wird wie immer freitags als Auktionator auftreten. Ich glaube, dass ich ein sehr guter Auktionator bin. Ich bin jung und viele Leute glauben, dass es gut ist, wenn ein Kind so jung anfängt und dann aufsteigt. Ich möchte es bis zum Weltmeister-Auktionator schaffen. Au, ein 11-Jähriger, der Rinder versteigert. Wie das genau ablaufen wird, wir sind gespannt. Tausende Kilometer weiter südlich finden wir dieses Kinderzimmer. Was sind das für schwere Stahlkappenstiefel? Und ist das eine Feuerwehruniform? Ein Kruzifix und ein Laptop. Aber auch Blumen und Parfum. Wie passt das zusammen? Mein Name ist Sophia, ich bin 14, lebe in Guatemala City und das ist mein Zimmer. Sophia wird uns noch zeigen, was es mit der Feuerwehruniform auf sich hat. Morgen dürfen wir sie zu einem wichtigen Ereignis in ihrem Leben begleiten. Doch zuerst gibt's Frühstück. Ihre Mutter Anna wartet schon. Guten Morgen, mein Schatz. Was machst du uns heute zum Frühstück? Rührei. Rührei, super. 40% der Bevölkerung in Guatemala sind jünger als 15 Jahre. Deshalb müssen Kinder früh Verantwortung übernehmen, in der Gesellschaft und auch zu Hause. Das Wichtigste ist die Schule. Aber sie muss auch zu Hause mithelfen, damit sie später selbstständig als Frau zurechtkommt. Sophias Vater Giovanni ist Feuerwehrmann und verdient monatlich 900 Euro. Doppelt so viel wie das durchschnittliche Monatseinkommen in Guatemala. Deshalb muss Sophias Mutter nicht arbeiten gehen. Sie ist Hausfrau. Luxus in dem mittelamerikanischen Land. Sophia hat sogar ein eigenes Zimmer. Und einen eigenen Computer. In meinem Zimmer habe ich meine Ruhe, um konzentriert meine Hausaufgaben zu machen. In Guatemala haben dieses Privileg nicht viele Kinder. Ich danke Gott, dass ich es habe. Für eine 14-Jährige ist Sophia schon sehr erwachsen und gewissenhaft. Mein größtes Ziel ist es, Ärztin zu werden, um anderen Menschen zu helfen. Ich brauche ein Stipendium für die Uni und deshalb muss ich gute Noten haben. In Guatemala gibt es zu wenig Lehrer für die vielen Kinder. Deshalb muss der Schulunterricht in Früh- und Spätschichten stattfinden. Sophia hat heute Spätschicht und verlässt erst um 12 Uhr das Haus.
Ihre Familie lebt in der Nähe der Hauptstadt Guatemala City. Guatemala ist für seine 34 aktiven Vulkane bekannt. Deshalb ist die Brandgefahr hier sehr hoch und die Arbeit der Feuerwehr sehr wichtig. Doch dazu später mehr. Schulbeginn ist um 13 Uhr. Erste Stunde Physik. 50 Schüler sitzen hier in einer Klasse. Trotz Schulpflicht beenden aber nicht alle Kinder die Schule. Viele fangen schon früh an zu arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Schulschluss ist um 18.30 Uhr. Sophia will schnell nach Hause, denn morgen steht ihr eine wichtige Prüfung bevor. Zurück in Minnesota. Cash macht sich schick für die Auktion. Da dürfen Gürtelschnalle und Cowboyhut natürlich nicht fehlen. Die ganze Familie macht sich auf zur eigenen Auktionshalle. 300 bis 400 Kälber, Kühe und Stiere verkaufen sie jede Woche im Auftrag von Rinderzüchtern. Käufer sind andere Farmer oder Schlachthöfe. 1000 solcher Stockyards gibt es noch in den USA. Mutter Lia kümmert sich um die Buchhaltung. Und sie erinnert sich genau, wie es mit Cashs Begeisterung für den Kuhhandel anfing. Die Jungs waren auf einer Auktion, weil sie ihre Ponys verkaufen wollten. Und Cash war so begeistert vom Auktionator. Auf dem ganzen Nachhauseweg, über 800 Meilen, hat er mit uns im Auto geübt. Wir haben jeden Felsen, jeden Weidezaun, jeden Pickup versteigert. Stundenlang ging das. Ja, so fing alles an. Eine Stunde vor Auktionsbeginn. Die Ware ist da. Cash schaut sich schon mal die Rinder an, die er später mitverkaufen wird. Er muss wissen, wie er sie anpreisen kann. Ich schaue erst mal, wie fett sie sind. Die sieht gut aus, sehr fleischig. Das Tier kann ich sicher gut verkaufen. Ein paar Dutzend Farmer und Einkäufer von Schlachthöfen sind hier. Rinder kaufen und verkaufen, das ist ihr Alltag. Eine reine Erwachsenenwelt. Bis auf Cash. Der macht sich am Auktionatorpult bereit. Wir haben hier 17 Kühe. Eine ist hinten. Durchschnittsgewicht 616 Pfund. Sie schauen gut aus. Zurück nach Guatemala, wo sich im Wohnzimmer Sophias Familie versammelt hat. Thema: Sophias Prüfung. Seit 7 Jahren ist die 14-Jährige bei der Kinderfeuerwehr aktiv. Morgen entscheidet sich, ob sie jetzt auch bei echten Einsätzen dabei sein darf. Morgen ist deine wichtigste Übung. Sie ist schwierig und anstrengend. Ich wünsche dir deshalb viel Mut und Stärke. Ich werde morgen aber auch da sein, um dich zu unterstützen. Danke. Der nächste Morgen. Sophia macht sich bereit. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich so nervös war. Draußen wartet Vater Giovanni. Als Feuerwehrmann ist er heute auch dabei. Während der Fahrt sagen beide kein Wort. Die Anspannung ist groß. In Guatemala ist die Brandgefahr wegen der dortigen Vulkane hoch. Doch es gibt nicht genug Feuerwehrleute. Deshalb sollen schon Kinder ab 14 Jahren mithelfen. Die Kinderfeuerwehr hat viele Aufgaben. Sie soll uns Kinder von Drogen und Gewalt fernhalten. Sie soll uns aber auch beibringen, was wir in Notfällen tun müssen. Egal ob zu Hause oder in der Schule. Die Übungen simulieren den Ernstfall. Und der kann jederzeit eintreten. Brände und Verletzte infolge von Vulkanausbrüchen sind keine Seltenheit in Guatemala. Bevor Sophia jedoch zu einem ersten Einsatz darf, muss sie als Einsatzleiterin eines Teams 3 Aufgaben bewältigen. In den USA zeigt Cash, was er drauf hat. Jetzt sehen wir, warum der 11-Jährige als einer der besten Jungauktionatoren des Landes gilt. Cash praktiziert den sogenannten Chant. Das ist der rhythmische Singsang der Auktionatoren. Aber wer versteht das? Die Farmer offensichtlich schon. Nach nur 60 Sekunden sind die ersten Kühe verkauft. Aber was hat Cash eigentlich gesagt? Ich benutze Füllwörter, um von einer Zahl zur anderen zu kommen. Das wollen wir genauer wissen.
wie und was er da so schnell redet, zeigt uns Cash in einer kurzen Pause. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 80, 80, 70, 70, 60, 60, 50, 50, 40, 40, 30, 30, 20, 20, 10, 10. Das sind die Zahlen, die man schnell hoch und runter kennen muss. Und dann kommen Füllwörter dazu. Ich benutze Zungenbrecher wie diese. Ich habe so lange geübt, bis ich es ganz schnell konnte. Und so klingt es dann in der Kombination. Die Auktion geht weiter. In Guatemala wird es ernst für Sophia. Die Prüfung steht an. Als erstes eine Theoriestunde für die anderen Kinder abhalten. Zweite Aufgabe: Erste Hilfe leisten. Unter Sophias Anleitung checken die Kinder zuerst Puls und Atmung des Opfers. Dann suchen sie nach Verletzungen. Los, schneller. Ihr schafft das. Ein Bruch? Am Unterschenkel rechts. Die Kinder stabilisieren das Bein für den Transport ins Krankenhaus. Der dritte und letzte Teil der Prüfung. Sophias Team muss einen Brand in einem Gebäude löschen. Ohne Hilfe von Erwachsenen. Der Rauch beißt in den Augen und die Hitze ist unangenehm. Das Team muss so nah wie möglich an den Brandherd. Erst wenn die Flamme erlischt, ist die Aufgabe bestanden. Sophias Vater passt auf. Die Kinder müssen sich aber ganz allein gegen den Druck des Wassers stemmen. Das Team hat den Brand gelöscht. Doch hat Sophia als Teamleiterin alles richtig gemacht? In Minnesota geht die Viehauktion weiter. Die Kühe werden pro Pfund Gewicht verkauft. Cash beginnt mit 1,50 Dollar pro Pfund. Schnappt nach 10 Sekunden keiner zu, geht er niedriger. 1,47 Dollar. Doch wenn es zu niedrig wird, schaltet sich auch mal Vater Dan ein. Leute, ihr müsst langsam aufwachen. Sonst versteigern wir heute gar nichts mehr. Die Kühe sind billig heute. Die Kühe sind billig. 1,35 jetzt. Damit Cash erkennen kann, wer bietet, ruft sein Vater immer, wenn er Handzeichen sieht. Das ist bei allen Viehauktionen so. Es gibt einen Gehilfen in der Arena. Und so schaukelt sich der Preis hoch, bis keiner mehr bietet. 1,47 Dollar pro Pfund. Insgesamt 11.000 Dollar für 12 Kühe. Aber haben die alteingesessenen Farmer keine Bedenken, bei einem Elfjährigen zu kaufen? Er macht das nun seit einem Jahr. Und er wird jedes Mal besser. Ich finde ihn richtig klasse. Man versteht ihn richtig gut. Es ist wie mit einem Erwachsenen zu handeln. Er verkauft wirklich gut. Das stimmt allerdings. Eine 500.000 Dollar Umsatz macht Cash heute. 3% davon behält seine Familie als Kommission. 15.000 Dollar. Davon müssen sie Miete und ein paar Angestellte bezahlen. Nicht aber ihren Auktionator. Cash arbeitet kostenlos. Auch nach der Versteigerung, beim Aufräumen. Das hat riesen Spaß gemacht, verkaufen und mit den Kunden zu sein. Nächsten Freitag bin ich wieder da, aber das hängt von meinen Schulnoten ab. Am Ende des Tages darf Cash auch einfach mal ein ganz normaler Elfjähriger sein. Ein Cowboy-Junge aus Minnesota. In Guatemala wartet Sophia auf ihr Prüfungsergebnis. Für uns ist es eine große Freude, dir eine Medaille für deine großartige Arbeit bei der Kinderfeuerwehr zu geben. Du bist ein Beispiel für viele. Sophia hat bestanden. Auch ihr Vater ist stolz. Ich gratuliere dir und bin stolz, dass du die Tradition weiterführst, die seit 45 Jahren zu unserer Familie gehört. Mach weiter so. Tochter und Vater sind ab jetzt echte Arbeitskollegen. Ab heute bin ich eine richtige Feuerwehrfrau. Jetzt kann ich mit meinem Papa auf richtige Einsätze fahren und Menschen helfen. Für Sophia ist heute ein großer Traum wahr geworden.